Bewohner der Erde. Wir sind Anonymous. Die wahren Terroristen der heutigen Zeit sind Regierungen, die versuchen, das Internet unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese sind der Meinung, wir würden die Versklavung des Internets einfach hinnehmen. Es hat sich bereits in Amerika gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Zusammen konnten wir die Pläne zur Internetzensur stoppen, und wir werden es wieder tun. Bereits 2008 begannen unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Verhandlungen des Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, genannten Handelsabkommen. Dieses Handelsabkommen wird aktuell von folgenden Staaten unterstützt: USA, Japan, Kanada, Europäische Union, Schweiz, Südkorea, Singapur, Australien, Neuseeland, Mexiko, Marokko. ACTA ist somit nicht nur die Idee einer Regierung, sondern ein globales Problem. Wieder wurde das Projekt unter dem Deckmantel Schutz von geistigem Eigentum gestartet. Internetanbieter werden verpflichtet, den gesamten Datenverkehr ihrer Nutzer zu protokollieren, anderenfalls mache sich dieser als Mitstörer strafbar. Nach 3 nachgewiesenen Verstößen gegen das Urhebergesetz werde dem Störer der Internetzugang verweigert. ACTA soll spätestens am 1. Mai 2013 in Kraft treten. Dieses Abkommen greift in die Privatsphäre der Internetgemeinschaft ein. Die Informationsfreiheit der Nutzer wird eingeschränkt. Es wird ein Gesetz verabschiedet, welches nie offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Dies widerspricht dem Grundgedanken einer Demokratie. Wir können diesen Umstand nicht hinnehmen und werden nicht tatenlos zugucken, wie die Meinungsfreiheit und Demokratie immer mehr zerstört wird. ACTA darf niemals in Kraft treten. Wir sind Anonymous. Wir sind eine Legion. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Erwartet uns.